Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start mit einem neuen Honkai Star Rail Video und seit dem letzten Video ist einige Zeit vergangen und ich habe viel in dem Spiel gemacht. Unter anderem habe ich fleißig gespart und heute haben wir 181 Star Rail Sonderpässe. Die wollen wir natürlich nicht alle ausgeben, aber wir wollen uns Blade holen. Also, wie gesagt, viel passiert, Story durch, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber bis dahin war ich mit der Story durch. Meine Charakter sind so auf Stufe 70. Und ich habe, für alle, die es nicht wissen, im ersten Video versucht, mir Seele zu holen, beziehungsweise im zweiten habe ich versucht, Seele zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt und seitdem habe ich einfach gespart. Also 50-50 habe ich verloren und dann hatte ich nicht genug Tickets in der Zeit, solange der Banner da war, weil ich nicht so viel gespielt habe. So, und jetzt wird es Zeit, endlich nochmal zu ziehen und ja, es war eine Qual, so lange zu warten. Ich glaube, ich mache aber wirklich einzelne Warps und nicht 10 direkt. Joa, ich denke schon. Also alle, die hier drin sind, will ich nicht. Also ich möchte Blade und hier noch ein paar Natashas sind gut. Und Shushang habe ich gar nicht. Und Alan ist jetzt nicht so mein Favorite. Deswegen gerne Shushang und Natasha, aber primär natürlich Blade. Ich hoffe, euch geht's gut und ich wünsche allen ganz viel Glück für die Blade-Beschwörung. Ich bin gespannt, wie viele ich brauche. Also 181 ist der Start. Dann können wir mal schauen, was wir gleich noch übrig haben und wie lange wir brauchen. Ich werde das natürlich gleich so ein bisschen skippen. Sonst sitzen wir hier wirklich eine Stunde. Aber gut, also wir kriegen ihn 100 Pro, aber ja, vielleicht habe ich ja so ein bisschen Glück und kriege ihn relativ schnell. Aber wie gesagt, eine Shushang ist auch ziemlich nice, weil ich sie noch nicht habe. Und Natasha brauche ich sowieso, ist ja mein einziger Healer oder meine einzige Healerin. Und am Anfang habe ich komplett ohne Healer gespielt, wirklich sehr, sehr lange. Und eine Freundin von mir, die das auch spielt, meinte so: Ich komme überhaupt nicht klar ohne Healer, keinen einzigen Kampf. Und ich sage, ja, ich spiele eigentlich immer ohne Healer. Und dann, den ich nicht will, den kriege ich. Alan, bitte geh weg, ich finde dich nicht so nice. Nur bei dem einen Event war es so krass, als man die Ult spammen konnte. Aber sonst so, nee. Jedenfalls habe ich wirklich, wie gesagt, Ewigkeiten ohne Healer gespielt. Und dann irgendwann war ich an so einem Punkt im Spiel, wo es wirklich nicht mehr ging. Bei Herthas Simulated Universe bin ich dann ohne Healer einfach, naja, relativ schnell gestorben. Aber es geht, also mir macht es extrem viel Spaß, das Spiel. Und es ist selten, dass ich wirklich so ein Spiel so lange intensiv alleine ohne YouTube-Serie spiele. Normalerweise spiele ich ja die meisten Spiele immer nur für YouTube oder mit YouTube, also mit Videos als Begleitung. Und das habe ich einfach nur privat für mich gespielt. Und es tat gut. Also ja, ich wollte die Story durchlesen und so und wollte in meinem Tempo das Spiel spielen. Das ist nicht so gut für eine YouTube-Serie, aber gut für meinen Spielspaß und deswegen habe ich das bisher einfach nicht aufgenommen. Abgesehen von den zwei Videos, die es bisher gibt und eben dem Video jetzt. So, dann werden wir mal ein bisschen skippen. Oh, Shushang! Hello, Shushang. So. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die hatte ich noch nicht und ich hätte gern jeden, den ich kriegen kann. Also einige. Von einigen habe ich mich ja sowieso schon verabschiedet von den Five Stars. Ist ja gar nicht möglich, ohne Geld auszugeben. Aber so gezielt ziehe ich jetzt hier die Charakter, die ich mir wünsche. Oder versuche es zumindest. Und ja, ihr seht richtig, es ist ein Dude, den ich jetzt hier. Ich habe extra für den gespart. Ich finde den irgendwie mega cool. Und die Skills sind nice. Und so ein Damage Cheater wird mir auf jeden Fall gut tun. Normalerweise würde ich ja eigentlich für eine Frau beschwören und ich wollte auch für Kafka beschwören, vielleicht werde ich auch für Kafka beschwören, die kommt ja als nächstes und Fu Xuan oder so möchte ich eigentlich auch haben, mal sehen. Wenn das Spiel gnädig ist und ich ihn relativ schnell ziehe, dann hätte ich noch genug Tickets übrig für die nächsten zwei Five Stars, ansonsten wird es schwierig, vor allem weil ich nach dem Video dann meine 50-50 Chance wieder, naja, verloren habe und dann müsste, also, dann ist sie vorbei und dann müsste ich beim nächsten Mal halt wieder 50-50 gewinnen, wenn ich Glück habe. Noch eine Shushang, sehr nice. Ich hätte noch gern so ein, zwei Natashas Spiel, das würde mir auf jeden Fall helfen. Ich glaube, ich habe bisher nur
zwei Nataschas bekommen oder so. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Aber naja, wenn wir jetzt Blade sofort bekommen, wäre ich auch nicht böse, dass wir halt keine Natascha ziehen. Aber komm schon, das ist so krass, ne? Man spart hier so eine halbe Ewigkeit drauf, so diese Tickets zu bekommen, macht Millionen Quests und macht alles Mögliche und dann sind die innerhalb von 10 Minuten verballert. Das ist so übel. No, nein, ich will nicht noch eine Alan. Geh doch weg. Ich will den nicht. Vielleicht wird er irgendwann besser oder so. Oder ich mag den irgendwann, aber aktuell ist der so null gelevelt. Genau wie Sampu und Hertha. Ja, Hertha finde ich mega lustig. Ein Charakter, mega Humor, aber der Charakter ist so, ne. Naja, Alter. Komm schon. Bitte, Blade. Blade, bitte. Bitte, Blade. Bitte, komm. Komm schnell. Komm schnell. Du bist der erste Typ, den ich hier in diesem Spiel sehe. Und wahrscheinlich auch in vielen anderen, wo ich gezielt auf einen Typ gehe. Natascha. Das ist gut. Das freut mich. Aber jetzt Blade. So, wir haben jetzt jeden Mal bekommen. Zweimal Alan. Zweimal oder dreimal? Ich glaube zweimal. Zweimal Alan, zweimal Shushang oder dreimal Alan. I don't know. Und einmal Natascha. Jetzt kann auch Mr. Blade kommen. Genau jetzt. Nee. Genau jetzt. Nee. Genau jetzt, Spiel. Genau jetzt. Okay, jetzt reicht's langsam. Den Lichtkegel haben wir hier bekommen. Okay. So, der war auch neu, also von daher alles gut. Aber wir wollen jetzt Blade bekommen. Wir haben schon recht viele ausgegeben. Komm schon, Spiel. Gib mir ein bisschen, ein kleines bisschen Luck, um jetzt Blade zu ziehen, damit ich noch ganz viel Spaß mit diesem Spiel habe und es noch ganz lange spiele. Dafür gibst du mir jetzt Blade. Ich lasse noch einmal den Skippen weg hier. Vielleicht bringt uns das mehr Glück, I don't know. Komm schon. Oder auch nicht. Vielleicht jetzt. Oh mein Gott. Komm schon. Ich weiß, wir haben noch nicht so viel da ausgegeben und das dauert normalerweise immer lang. So, wenn ich, also wir haben jetzt, glaube ich, jeden zweimal bekommen. Oder Alan dreimal, weil ich es vergessen habe. Aber wir haben jetzt jeden zweimal bekommen. Bleiben wir einfach bei der Rechnung. Und das reicht. Und jetzt kriegen wir Blade. Ich könnte aber jetzt gerne die nächsten drei Pulls nochmal Natascha hintereinander ziehen. Aber jetzt sofort Blade wäre vollkommen in Ordnung, Spiel. Ich habe genug von den anderen Charakteren. Nochmal eine Shushan. Blade. Please. I don't know. Ich freue mich. Also, das ist immer so was Besonderes, wenn man so Ewigkeiten spart und dann der Moment kommt und dann kann man alles rausballern. Also, was heißt alles? Aber dann kann man endlich nochmal ein paar Tickets öffnen, weil die schreien da die ganze Zeit, wenn die Zahl da oben klettert. Also, ich habe da kein großes Problem mit. Ich weiß, dass viele Probleme haben, so zu sparen. Vor allem, wenn ein neuer Banner rauskommt und man so denkt, so, ah, der ist eigentlich nice, aber eigentlich will ich sparen. Ich habe halt bei keinem anderen Banner gezogen, weil ich die 50-50-Chance, also mein garantiertes Ding, wollte ich mir nicht aufgeben. Ist nicht schlecht, kann ich den Lichtkegel skillen. Was für Skillen? Bündeln oder so heißt das hier. Ich habe da kein großes Problem mit, aber es ist schon verlockend, ne? Wenn da so 181 Tickets oben stehen. Naja, aber das Gute ist, dass hier jetzt neue Story gekommen ist und dann kann ich ja wieder für neue Tickets, ja, farmen, wenn man das so nennen kann, oder die mir abholen durch die Story. Ja, dann kann ich ja wenigstens ein paar noch sparen für die nächsten Banner, aber wäre jetzt wirklich nice, wenn du jetzt schnell kommst. Blade, please.
Oh, ho, ho, ho. Hello, Blado. Hello, hello. Okay, also 110 haben wir noch übrig. Das heißt, wir haben 71 ausgegeben. Ist das viel oder wenig? Ich glaube, es geht noch, ne? Also klar, ich hatte eine Freundin, die hat einfach mal so einen 10er-Pull gemacht bei einem Banner so random und hat direkt da Lurcha oder so bekommen. Und das ist natürlich mega lucky. Die Zahl geht, ist in Ordnung. Also ich beklag mich nicht. Und ich freue mich. Ja. So, jetzt habe ich noch 110 übrig. Das heißt, um beim nächsten Banner garantiert deinen Kafka zu kriegen oder dann beim übernächsten Fu Schwa, ich habe den Namen wieder vergessen, bräuchte ich halt noch 70, dann haben wir wieder 180 und dann haben wir 90, also aber vielleicht gewinne ich auch 50-50 und dann habe ich beim ersten, dann kriege ich Kafka und beim nächsten kriege ich dann die andere. Das ist jetzt mein Wunschdenken. Vielleicht will ich ja auch eine von den beiden dann doch nicht, aber wir werden uns jetzt erstmal mit Blade beschäftigen. Was ich bisher gehört habe, ist, dass Blado nicht direkt gelevelt werden kann, also nicht komplett gelevelt werden kann, weil wir erst mit der Story weitermachen müssen. Ist für mich kein großes Problem. Wir werden mal schauen, was ich dem für eine Waffe gebe. Weil meine Clara hat die aus dem Simulated Universe, die ist auch schon gemaxt. Dann muss ich mal schauen, ob ich Clara eine andere Waffe gebe. Vielleicht kann ich ja demnächst Claras Waffe kaufen im Shop. Das wird aber vermutlich noch dauern. Ja, ich habe erst 360, ja. Da sieht man halt, dass ich nichts geöffnet habe. 360, dann werde ich mir irgendwann hier Claras Waffe kaufen. Für 600, das dauert noch. Ja, und dann gönne ich die mir irgendwann. Hier kann ich ja eigentlich schon wieder die nächsten kaufen. Das sind ja wieder 5 Tickets. So, dann sieht es wieder ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt 115. Okay, so. War ein Erfolg. Wir haben ein paar Nataschas bekommen. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Die können wir ja eigentlich noch geben. Dann können wir mal schauen, wie viele... Was ist das? Wie viele wir hier haben. Ja, ich hatte nur 2. Also einmal die ursprüngliche in der Tasche und dann einmal gezogen. So. Eigentlich... Also 3 Nataschas wären noch gut gewesen, ne? Na okay, das ist... Der Standardangriff ist eigentlich total irrelevant. Das wäre vielleicht ganz nice. Und das wäre auch ganz nice. Aber ich denke, das hilft uns schon auf jeden Fall ein bisschen weiter. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück beim Ziehen. Egal bei welchem Banner. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem zukünftigen Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.